Hey ho, willkommen zurück zu Assassin's Creed 2. Wir sind in der Basilika von whatever Blagedöns Zeugs. Okay. Gleich das Assassin-Grab. Ezio denkt, alles ist erreicht. Okay. Dann legen wir mal los. Was schaffe ich? Ich bin ein... ich hab Stöpfe. Nee, da verkacke ich mich schon wieder. Das war das einzige Assassin-Grab, wo ich richtig verkackt habe. Die vier Tasten des Todes berühren. Okay, gehen wir mal mit der. Okay. Da hoch. Oh Mann, ich bin ein bisschen verschnupft, also entschuldigt mich. Oh, muss den niesen. So, okay. Das wird wohl nicht so schwer sein. Okay, renn, erzähl. Renn doch. Oh, ich muss mir bald neue Batterien kaufen, sonst... Zack, zack. Zack und zack. Okay, okay, was muss ich machen? Bestimmt dahin. 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 Fail. Fail jetzt. Ja, Ezio, Mann. Du Trottel. Oh, Ezio, Mann. Du bist so ein mieser Marder, ne? Okay, okay, okay. Ah, so, okay. Das noch schaffe ich, weiß nicht. Ich glaube nicht, aber... Ezio, was machst du? Trottel des Todes, ja. Meine Fresse, Ezio. Du machst auch nur Scheiße, ne? Zack, zack, zack. Zack. Achso, es sollte cool aussehen. Und jetzt verkacke ich das für was. Ey, was ist das, verdammte Scheiße? Boah. Nee, ich mach das jetzt nicht. Achso, eben machst du das die ganze Zeit, ne? Auf einmal... Du bist so ein mieser Marder, ne? So. So. Hast du Zeit fast wieder um, oder was? Los, Ezio. Oh mein Gott. Oh, Jesus. Jesus, Jesus. Jesus. Oh, Ave Maria. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Gott. Okay. Da hoch, da rüber, da lang. Okay. Das gerade habe ich nach dem 6000 Mal versucht. Such erst geschafft. Hallo. Muss nicht rennen, Erziehung. Rennen ist was für Warmduscher. So, machen wir das so. Erziehung, ne. Erziehung. Ich glaube, da bin ich nicht mehr mitgekommen, glaube ich. Ach so, ja. Oh, Ezio, was soll die Scheiße? Oh, Ezio, Mann, du machst mich fertig.
Das hat jetzt fast gebracht. Ja, okay. So. Jeder erkennt jetzt schon, was es werden soll. Hier ist einer voll ausgerastet irgendwie. Okay. Oh. Ach so, Aslak, wenn das Hör mir auf, wenn das... Nee. Alt. Was zum... LOL. Trolle LOL. Ich hab beim zweimal durchspringen fast so lange gebraucht wie beim ersten Mal und... Das war... Oh Gott. Voll einfach. Toll, lol. Oh mein Gott. Okay, okay, alles klar. Ezio, das hast du. So, Ezio. Okay, Ezio. Oh, Ezio, Mann, du bist so ein Trottel, ne? So. So, so. Ja, genau gesehen. Ach so. Aslak. Aslak, Esche. Hallo. Geh doch. Was bringt mir das? Achso, okay. Das habe ich eh schon verkackt, weil ich einmal runtergefallen bin oder so. Achso. Spring noch. Nein. Ezio, Ezio, mach keinen Scheiß. Mach keinen Scheiß. Oh Gott, Ezio, du kleiner mieser Marder. Du machst alles so spannend hier. Und das Assassin-Logo des Todes. Oh Gott. Ich trau mich da nicht mal. Oh leck. Was seid ihr denn für welche? Ich hab doch mal bessere Tage gesehen und irgendwie hast du komische 10. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, du hast 5, aber irgendwie sehr... Ach, ist mir vollkommen egal, was du für 10 hast. Das kannst du halten wie ein Dachdecker. Die sind irgendwie komisch. Irgendwie ist der, wo der kleine C eigentlich sein sollte, größer als der neben, aber... Ist ja egal. Ah, da fehlt uns noch ein Assassinengrab. Dann haben wir alle Assassinengräber. So, wir will sterben. Noch eins.
Yay! Ein Assassin gerade mal. San Marco war das. Okay. Schichten der Wachen. Okay. Ich noch nie bemerkt, aber... Okay. Ich komme wieder aus dem Gully raus, keiner interessiert das. Kanalisation, was ist das? Oh Gott. Ich... Oh Gott. Noch ein Söldner? Nee. Ich bin kein Söldner. Ich hab Frauenkinderauge. Hier habe ich mal erstmal mein Messer verloren, weil ich das nicht wusste, dass man sein Messer verlieren kann. Oder ich hasse Schnuppen. Oh Gott. Ach so, Asla. Wow. Ja, du kannst, ne, das kannst du halt wie Dachdecker. Ah, das sind Zeuge. Hallo. Der Zeuge rennt da lang, okay. Buonasera. Komische Kleidung. Ein Dalmatier vielleicht? Der sich am Tod weidet. Wo rennt der denn lang, ey? Du kleine Missgeburt. Du Wichser. Du kleiner Miss... Körper! Oh weh! Damit will ich nichts. Bevor ihn einer sieht. Okay. Weg. Boah, hier sind noch voll viele. Die sammle ich aber erst, wenn, Dings. Wo ist Emilio? Ich sagte ihm, er soll kommen. Habt ihr es ihm gesagt? Persönlich? Ja, ich höre persönlich. Ich fürchte, dass ihr mir nicht traut. Ich fürchte auch. Vielleicht kommt er mit den anderen. Gehen wir ein Stück. Ach so. Also, wie geht's im Palast voran? Offen gesagt, schwer. Oshiniko hält seinen Kreis geschlossen. Ich habe versucht, die Basis zu legen, machte Vorschläge. Aber er hört auf andere Stimmen. Dann müsst ihr härter arbeiten. Gelangt in seinen inneren Kreis. Ah. Sieh, das weiß ich. Aber es ist schwerer als erwartet. Und wie kommt das, Carlo? Ich weiß nicht. Es ist der Dusche... Ja, Geschmack, Karotten und so. Es ist nicht mein Fehler. Ich versuche ihm zu gefallen. Lerne, wonach es ihm verlangt und besorge es ihm. Die feinsten Konfitüren aus den Obstgärten Sardiniens. Die neueste Mode. Ja, das nennt man wohl einen Sykophant. Einen was? Wie habt ihr mich genannt? Einen Schleimer, Schmeichler, Speichellecker. Muss ich fortfahren? Kretin, ihr wisst ja nicht, wie das ist. Ihr versteht nicht, unter welchem Druck ich stehe. Oh, ich verstehe nicht, was Druck ist? Nein, ihr habt keine Ahnung. Ihr seid Regierungsbeamter. Ich bin nur zwei Schritte vom Duschen entfernt. Ich bin bei ihm Tag und Nacht. Ihr wünscht, ihr wärt dort, wo ich bin. Seid ihr fertig? Nein, und lasst mich ausreden. Ich schaff's. Wir können den Doge für unsere Sache gewinnen. Ja, hier Münzen erstmal auswählen. Ich bin sicher.
Ich brauche nur mehr Zeit. Zeit ist wahrlich nichts, was wir im Überfluss haben. Attenzione! An alle Händler, die mit Gewürzen aus dem Osten handeln. Ein neuer Kredit erhoben, um die Kosten der Instandhaltung des Arsenales zu finanzieren. Es gibt einige Ausnahmen. Bitte lest die Verfügung, um zu sehen, ob ihr abgabepflichtig seid. Meine Füße tun mir weh. Können wir uns nicht irgendwo hinsetzen? Kennt ihr einen wirklich sicheren Ort für Gespräche? Oh mein Gott. Dieses? Lololo. Ich heiße Hans Martin. Oh Gott, bitte, bitte, oh Gott. Bleib mir stehen. Okay. Und sowas finde ich eigentlich nie gut. Oh Gott. Deckung aufgeflogen. Okay. Ich mach gleich einen Cut und... Guten Morgen, Vetter. Signor Carlo? Wir dachten, Emilio sei bei dir. Emilio ist tot. Was? Wie? Der Assassine. Derselbe, der schon die Pazzi heimsuchte. Er ist hier in Venedig. So ist es. Silvio, wusstest du es nicht? Er könnte hier sein. Er könnte hier sein und wir würden es nicht mal merken. Tja. Er erwischte Emilio in seinem eigenen Palazzo. Und nun? Was wird auf dem Plan? Wir haben keine Zeit mehr für Subtilitäten, meine Brüder. Wir müssen jetzt handeln. Aber Marco, ich bin so nah. Nur ein paar Tage, wenn ich... Nein, es passiert diese Woche. Bleiben wir in Bewegung. Als aber dumm wäre. Und was hat der Spanier zu dieser Planänderung Digga. Zu sagen? Das kannst du ihn schon bald selber fragen. Er ist hier? Aus Rom? So sagt man. Gut, dann hat er sich vielleicht entschieden. Wofür entschieden, Vetter? Jo, wir spielen jetzt Kniffeln, ich hab ein Yahtzi. Wir spielen Kniffeln und ich hab Full House. Vetter. Ich wusste nicht, dass das zur Debatte steht. Die richtige Wahl ist für alle offensichtlich. Offensichtlich, ja. Kauf es sollte der Zeit. Sein, der die ganze Operation organisiert. Der Mann, der die Idee hatte, wie diese Stadt zu retten ist. Taktisches Geschick ist nicht zu unterschätzen, guter Silvio. Wollte ich mal langsam los. Aber Weisheit macht den Herrscher aus. Vergiss das nur nicht. Calma, Amici. Bitte, das ist doch nicht... Meine Finger kribbeln schon. Das ist doch nicht eure Entscheidung. Soweit wir wissen, wählt ihr womöglich gar keinen Barbarigo. Oh. Und warum nicht mich? Ich habe die ganze Drecksarbeit verrichtet. Zu verarschen. Basta, wir warten seine Antwort. Aslax, ja. Seid ihr sicher, dass er kommt? Ja. Signori. Wir sollten schneller gehen. Ich hast mich nicht gesehen. Mich beobachtet. Ich nicht. Wie hat der beobachtet? Ah, Stalker. Wir folgen in deinem Tempo. Diese Wache war eine gute Wahl, Vetter. Wie viel habt ihr ihm bezahlt? Vielleicht nicht so viel, wie er verdienen würde. Er hat mir zweimal das Leben gerettet. Aber er ist nicht der Gesprächigste. Okay. Schluss mit dem läppischen Geschwätz! Die Wahl des Dogen obliegt keinem von euch. Und ihr seid nicht befugt, Pläne zu schmieden. Vergebt uns, Maestro. Wir dienen wirklich nur euch. So ist der Plan. Doge Mocenico stirbt heute Nacht. Und wenn die Tat vollbracht ist, nimmt Marco seinen Platz ein. Meinen untertänigsten Dank, Maestro. Gut. Messer Grimaldi. Ihr steht Mocenico am nächsten. Eure Arbeit ist die wichtigste. Dient uns gut. Und es wird nicht vergessen. Kommt mit mir. Ich will kein Blut vergießen, verstehe. Digga, wie lange geht das noch? Es muss aussehen, als wäre er seelisch im Schlaf. Natürlich, Maestro. Wann seid ihr ihm am nächsten? Ich habe freien Zugang zum Palast. Ihn mag nicht interessieren, was ich sage, aber er vertraut mich mittlerweile wie einem der Seinen. Bravo. Dann möchte ich, dass ihr in die Küche schleicht und sein Essen vergiftet. So sei es. Marco,
Könnt ihr uns kurzfristig ein passendes Gift besorgen? Fragt lieber meinen Vetter. Das ist für wahr eher sein Fachgebiet. Ja, so schlopfen. Zu euren Diensten, Maestro. Was könnt ihr zur Erledigung beitragen? Ich muss mich mit meinen Leuten auf der Straße beraten, aber vielleicht kann ich etwas Cantarella auftreiben. Ja, und was ist das? Die wirksamste Form des Arsens und sehr schwer nachzuweisen. Okay. Ah, war bene, war bene. Dann ist es entschieden. Mach mal Hände da. Weg, weg, weg. Weg. Okay. Okay. Vergebt mir, Maestro. Aber ist das nicht vielleicht etwas gefährlich für euch? Euch so persönlich mit den Details unseres Plans zu befassen? Ich halte es für angebracht, mich direkt zu involvieren. Die Pazzi enttäuschten uns in Florenz. Ich bete, dass ihr nicht dasselbe tut. Seid ganz unbesorgt. Die Pazzi waren ein Haufen unfähiger... Die Pazzi waren eine mächtige und ehrbare Familie, zerschmettert von einem jungen Assassinen. Unterschätzt mir diesen lästigen Gegner nicht, der nun eure Stadt heimsucht. Dasselbe Schicksal ereilt auch die Barbarigo. Bitte erledigt das prompt. Gut, ich muss zurück nach Rom. Die Zeit läuft uns davon. Enttäuscht uns nicht. Ja. Ich bin ein Idiot. Ich hätte sie im Auge behalten sollen. Jetzt muss ich zu Antonio, falls es noch Hoffnung gibt, meinen Fehler wieder gut zu machen. Okay, aber ich mache erstmal einen Cut. Bis...